Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Cao Cao. Beim letzten Mal haben wir die Schlacht von Puyang gemacht und ich habe mich nicht zurückgezogen. Ich war ein tapferes Mädchen, ich habe mich Lu Bu gestellt und ganz knapp konnten wir uns den Sieg sichern. Es gab mächtige Erfahrungspunkte und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Yay! Zheng Liao war auch voll schwer zu besiegen. Oh mein Gott, Zheng Liao war genauso stark wie Lu Bu. Ob ihr es glaubt oder nicht, der war richtig krass, der Typ. Oh mein Gott. Okay. Genau hier waren wir. Im Praxiang, outskirts of Puyang. Es reimt sich sogar. So, so, you bastards. I vote to take revenge. My lords, I can understand how you are feeling, but we really should try to escape first. Fine, but where to? Let's go to Liu Xuan at Xuzhou for shelter. Liu Bei? I know of him, but will he take us in? Liu Xuan values justice and friendship. He'll accept us for sure. All right, let's go to Xuzhou as you suggested. Yes. Yes. Oh Gott, die drei Schlimmsten, ey. Jetzt sucht Lu Bu echt tatsächlich Zuflucht bei Liu Bei. After Lu Bu lost to Cao Cao, he fled from place to place. Eventually ended up in Liu Bei's camp. Ihr müsst wissen, das war so die Zeit, wo Lu Bu tatsächlich keine Heimat hatte. Er hatte keine Burg, denn nichts. Er ist einfach so ein Streuner. Und er hat ja noch eine relativ große Armee. Keep that in mind. Und er wandert jetzt mit dieser mega krassen Armee im Land rum. Das ist so weird. At this time, Li Dui and Gu Xi scrambled for power, which resulted in military conflict. The blazes of war raged once more in Chang'an. Oh Gott, jetzt kommt Li Dui und Gu Xi. Jetzt kommt dieser Arc. What? You're letting me go? Yes. What? Your Majesty, please hurry. But Yixu, you are Li Zhui's advisor. Why do you do this? Even a bird would pick the branch it perches upon. Li Zhui is not worthy of my allegiance. Er fühlt sich einfach viel zu gut für Li Zhui, oder was? Alright. Yixu, thank you. Go tell all the ministers to leave Chang'an at once. We are going back to Luoyang. Oh mein Gott, sie ist bestimmt 6 Jahre alt, aber ist schon Kaiser. Stell dir mal vor, ihr seid 6 Jahre alt. Könnt noch nicht mal richtig lesen und schreiben, aber ihr seid schon Kaiser. Ist doch klar, dass die mal manipuliert wurden. What were they thinking? Ich verstehe es nicht, was er sich da immer in China gedacht hat. Yes. Yes. Yixu, what are your plans? I am thinking of going to Jiangsu of Wan. Ich weiß nicht, wer von euch das Dynasty Tactics 2 Let's Play schaut, aber da bin ich ein ganz, ganz großes Jiangsu-Fangirl. Jiangsu ist richtig krass in dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie stark der hier war. Aber ja, das Wan-Schloss. Natürlich jetzt nicht so geil. Ich sag nur Tian Wei. Jiangsu? He's a nephew of the late Minister Zhang Yi. Yixu, wouldn't you like to serve us? You're a true and loyal officer. Macht er dir jetzt mal voll das Kompliment? We will repay you with prestige and wealth. With all due respect, I must decline. Okay, schon mal keine Fame-Hure, cooler Typ.
You do not wish to serve the throne? Your Majesty, I desire to serve a lord who can let me fulfill my potential. And to be blunt, sire, you do not have actual power yet. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Also ein Sechsjähriger hat bestimmt keine Power. Vorrecht hat? Hat er recht? And thanks you is worthy of your service. My liege, don't worry about what I do. You should worry about your safety instead. Your Majesty, everyone is happy about this. Let's go at once. Time is of the essence. Fun fact, Time is of the essence heißt auch eine DLC-Schlacht in PSOG 3 Ultimate. Sir Gia. Oh Gott, Sir Gia. Your Majesty, please take care of yourself. Vom Himmel im kaiserlichen Palast Eulen. Und Wölfe. Das macht mir Angst. Li Jue will realize your escape before long. I must leave Shang'an quickly too. Okay. In the battle between Li Jue and Guxi, Guxi had the upper hand due to having an able commander called Xu Huang on his side. Ja, also Li Jue und Guxi haben ja die Tyrannei von Dong Zhuo ein bisschen weitergemacht. Aber letzten Endes haben die sich voll in die Köpfe bekommen. Naja, wie es halt so ist, ne? So Doppelherrschaft funktioniert einfach nicht. However, at the end, Emperor Xian was set free by Jie Xu and escaped from Chang'e. And Li Jue and Guxi found out about this. They stopped fighting between themselves and joined forces to recapture the Emperor. Ja, in Krisensituationen halten sie dann doch wieder zusammen. Süß. Okay. Your Majesty, are you all right? I can't go any further. But if we stay here, Li Jue and Guxi's men will catch up with us. I'm not going. They won't kill me. Go on without me. Sie werden dich nicht töten. Willst du versuchen, Li Jue und Guxi zu besiegen? Kannst du nicht mal ein Schwert halten. That's impossible. Your Majesty, what if we ask the governors around here for assistance? Who among the local lords has power to stand up to Li Jue and Guxi's army? I have two men in mind. One is Yuan Shao of Hebei. He was the commander-in-chief of the anti-Dongzhu alliance. His military force should be stronger than Li Jue or Guxi's. And the other? Cao Cao of Puyang. Although his force is weaker than Yuan Shao's, he has many brilliant strategists and warriors in his ranks. He has also done the court a great service before by defeating the Yellow Turbans. Yuan Shao and Cao Cao are right. Send for help to both of them. Muss ich schon entscheiden, kleines Kerlchen. Schickt er jetzt echt einen Envoy zu beiden hin? Weird. I will go immediately. Let's go. Yes. Achso, der eine geht jetzt nach Yuan Shao und der andere nach Cao Cao. My liege, let's go to Luoyang. Allow me to carry you. Oh, süß. Jetzt nimmt er nicht nur auf die Schulter, oder was? Thank you. Few days later. Xindu meeting hall. An edict from His Majesty, the Emperor. His Majesty orders Minister Yuan Shao to demonstrate his loyalty to the throne by going at once to the protection of his royal person. Yes! Please receive the Imperial Edict.
I beg pardon of my liege, but I cannot accept this task. Why, this is an imperial order, if nothing else. These days, there are many bandits in the mountains around Xindu, and I am occupied with dealing with them. As much as I would like to help, I cannot be in two places at once. That's right. We apologize. Is this really so? The city and its environs seem quite peaceful and safe to me. No, no! There's a lot of bandits still! Sir Messenger, we are very sorry. Fine. I shall report to His Majesty about your disloyalty. Oh, Gott! Da ist aber wer pissed. Johann Schauer sagt einfach so, nö, Emperor kann mich mehr. Kein Bock. Ciao! We can't help it. That's right. Und Johann Schauer macht sie einfach aus dem Staub. Oder was? Nee, das ist Johann Schauer. Warum war der Envoy da auf dem Thron, wo Johann Schauer normalerweise sitzt? Das ist voll unrealistisch und weird. What? Shenpai, you think we'll be fine? Yes. My lord, the court won't be able to reward you anyway, so why bother with your troops? Haha, der nennt es wasting troops. Wenn man den Kaiser von China hilft. Okay. Vielleicht hat der andere Envoy ja mit Zau zu mehr Glück. An edict from His Majesty the Emperor. His Majesty is orders the Minister Zau Zau to demonstrate his loyalty to the throne by going at once to the protection of his royal person. Zau Zau, surely you'll accept the task? Yes, I am completely at His Majesty's service. Johann Schauer so, no, no, no! Und Zau Zau direkt, yes! So muss das. Oh, so you will be able to mobilize your troops immediately? Yes. I know we can count on you! His Majesty will be very pleased by your loyalty, so I'll go and report to the Emperor at once. We are counting on you, Lord Zau Zau. But some high horse he's on, considering that he's just begging us to go save his hide. Yuan Rang, don't talk like this. The Emperor today is good for bluffing. The rest of the realm with. Fen Ruo, this is the day we have been waiting for. Yes. This is the prime opportunity for taking the Emperor under our control. Ja, da ist er! Einer der geilsten Offiziere im Spiel! Und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Der ist wirklich mega krass in dem Game. Excuse me? My lord, I just came back from collecting intelligence in Hebei. Thank you. What's new? Nothing in particular, though. Yuan Shao still has the upper hand in the war against Kong Sun San. Really? Also, Yuan Shao refused to go to the Age of the Emperor. Oh, he dared to disobey the Emperor? Yes! He felt that he wouldn't get a reward from the court. Reward? Fool. How short-sighted can that man be? Yuan Shao really doesn't have the ability and foresight to fulfill his ambitions. Xiang, thank you very much. We are just about to depart to go rescue the Emperor. Come along! Yes! Very well. Let's go. We must save the Emperor at all costs. After Emperor Xiang escaped, Li Jui and Gu Xi gave pursuit. Yuan Shao
The hero of Hebei rejected the emperor's request for help. Cao Cao, though, took this opportunity and went to save Emperor Xian. What's wrong with Dian Wei? Why isn't he here yet? Could something have gone wrong? My lord. Dian Wei. Oh, come on, be pissed. Cao Cao is what? It's really pissed. Dian Wei. What were you up to? You were late for the battle council. Sorry. I discovered a great fighter. Das könnte Xuxu sein. Oh mein Gott. Das könnte Xuxu sein. Yeah. Great fighter? Yes. Hey, you come in. Bist du Xuxu? Yeah. Der wird hier ein bisschen anders geschrieben. Ich weiß nicht warum. Der wird hier Xuxu geschrieben, aber gemeint ist unser Inhaber von McDonald's. Xuxu. In den Warriors Games. Dynasty Warriors, Warriors Archie. Und Dynasty Tactics und auf Romance of the Kingdoms, lustigerweise auch, wird er mit ZHU geschrieben. Aber in dem Spiel mit CHU. For whatever reason, falls einer von euch in den Kommentaren beantworten kann, würde ich mich sehr, sehr doll freuen. Wäre supi. Aber ich werde den auch nicht Xuxu aussprechen, ich werde den Xuxu aussprechen, wie immer. Klar, ne? This man is called Xuxu. He's been over for McDonald's. And he wants to serve you. I am Xuxu. Please accept my service. Oh, he does look like a good fighter. He's totally amazing. He fights just as well as me. On top of that, he was some uncanny strength. He grabbed the tail of an ox and dragged it 100 paces. Is that so? That is amazing indeed. Yeah! Very well. Let us see your abilities on the battlefield. Dian Wei, I put Xuxu in your care. Oh, really? That's great. Hey, Xuxu, come over here. I'll teach you how to fight in battle. Yes. Als ob der nicht weiß, wie man kämpft. Everyone, this is our chance to show our support to the Emperor. We must all do our best. Mal gucken, was sie noch zu sagen haben. Mir ist auch ein bisschen was aufgefallen, ihr konntet nie sehen, wenn ich geshoppt habe. Ihr konntet nie sehen, wenn ich Taktiken ausgewählt habe, weil das so weird zu aufnehmen ist. Ich kann euch nur das Offizierfenster zeigen. Welche Taktiken und so, was ich mache und was ich kaufe, kann ich euch nicht zeigen. Ich habe alles probiert, habe nochmal rumgestellt. Geht nicht. Das Spiel ist auch weird zum Aufnehmen. Aber ich denke, das konnte man sich trotzdem anschauen, die vorherigen Parts. Ich habe es mir selber auch nochmal angeschaut. Einfach weil das Spiel so cool ist. Und weil ich so ein bisschen geschaut habe, dass alles so gut ist, mit dem Ton, mit dem Layout, und ich war relativ zufrieden. I plan to stick with Mengde forever. Who cares about the Emperor? Oh mein Gott! Ist das eine Liebeserklärung, Cao Cao? Ich hoffe nicht. It's true! He really could drag an ox! I believe you. Hey! Xuxu! Say something! Huh? Say what? You! Oh god! I'm a bandit, and I can run as fast as the wind on hills. Bandit units can use Earth-type tactics. No, I didn't expect General Xu to be able to use tactics. Was like this? Was like this? Ja. Hey, what is that supposed to mean? Forget I said anything. Fühlst dich überlegen, führt. Nur weil er Stratege ist, disst er ihn direkt. Willkommen in Zauzers Armee. Fängt direkt mit dem Dist an. Oh Gott, what? Das Spiel ist so geil. Jetzt kommt nicht der Witz. Liu Ye, die habe ich so ein bisschen jetzt als verrückten Wissenschaftler
synchronisiert, habt ihr gemerkt? Klar, ich kann es noch ein bisschen krasser, aber wollen es ja nicht übertreiben. Liebe Idee ist eigentlich kein verrückter Wissenschaftler. Warum synchronisiert denn so? Ganz einfach. Er ist halt der Katapultmeister. Genau wie Gujia das schon sagt. Wir haben jetzt selber eine Einheit, die über einen Katapult verfügt. Wie geil ist das denn? Und wenn du halt so Ingenieur bist und Techniker bist, bist du halt ein verrückter Wissenschaftler. Deswegen habe ich denen so Vibes gegeben. Master Liu Ye lends a catapult unit, right? This is a unit known for its amazing range of attack. He will be a great help to our army. Indeed. Liu Ye ist so geil. Ich habe euch ja in jedem deines Warriors gesagt und in deines Tactics als ein Katapultmeister. Und hauptsächlich wegen diesem Spiel. Da habe ich ihn immer genommen und das ist tatsächlich einer der besten Offiziere, weil er der Einzige ist, der einen Katapult haben kann. Sollte man auf jeden Fall leveln. There are hills in the middle and to the north of the battlefield. Our troops will start in the northeast and head towards the southern part of the hills. Right, I heard that it's Yixu who helped the Emperor escape. Yixu died when he... See you with the Emperor now. I think he declined the Emperor's invitation, but I don't know where he is now. I've always thought that Yixu was the one to fear. Since he's gone, we have nothing to be afraid of. No, it is still too dangerous to take the enemy lightly. Especially since they still have Xu Huang. Oh god, Xu Huang, my Gegner, what the fuck? Xu Huang? Never heard of him. He's a brilliant fighter. Xu Huang? We mustn't be careless. Oh Gott, Xu Huang, meine Gegner. Das schließt für uns, glaube ich, danach auch an. Hier habt ihr jetzt komischerweise, ausnahmsweise meinen Shop, aber der wurde nicht immer angezeigt. Was lacht nicht an mir? Stimmt, ich habe ja so viele Beans verbrannt. Eieieiei. Komm, 10 Recovery Beans. Was zum Geist eigentlich Ointment? Cure Numb. Was ist Numb? Verstumm? Ich glaube, ja, das ist so ein Silence-Effekt. Kannst du keinen Zauber mehr benutzen. Ich glaube, in diesem Spielstadium sind wir noch nicht. Wo die sowas benutzen? Short Spear. Hey, hier gibt's immer noch nichts Neues. Voll bad. Sollen die hier aber was kaufen? Vielleicht den. Die Gloves wahrscheinlich, ja. Increase Aim. Er ist der Katapultmeister. Und natürlich wollen wir hier den Aim verbessern. Und lustigerweise ist Liu Ye auch schon Level 2. Somit unser bester Mann. Weil alle anderen Einheiten... Upsi, ich bin bescheuert. Das ist nur die Waffe. Ups, er ist Level 10. Nee, der Nevermind. Aber man kann ja auch auf jeden Fall Emblem die Offiziere später befördern. Und ich habe nur 550 Gold. Ich dumme Kuh. Oh Gott, scheiße. Xuxu habe ich ja jetzt auch noch nichts gegeben. Oh no, what am I even doing? Okay, das ist actually bad. Na gut. Immerhin habe ich das Aim von Liu Ye verbessert. Oh Gott. Na gut. Ja, die Schlacht an sich werden wir natürlich erst beim nächsten Mal machen, ist doch klar. Sehr klar, Leute. Und ich bin voll gespannt drauf. Li Jue und Gu Xi haben Xu Huang. Hier Xu ist zwar nicht mehr dabei, aber die ganzen anderen Reste von Long Zhu ist dran. Wie gut Li Jue und Gu Xi letztendlich sind, werden wir herausfinden. Und auch wie gut Xu Xu und Liu Ye sind. Unsere Neuzugänge. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier drunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich.
Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!